Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Im folgenden Video seht ihr ein paar Mitschnitte, die ich bei Counter-Strike gemacht habe. Ich habe nämlich mit einem Freund habe ich gespielt und da sind wir auf diesen komischen Typen in unserem Team getroffen und am besten seht ihr was selbst und viel Spaß und ciao. Hallo. Ich muss es jetzt googeln, warte, wie heißt das Euphoria? Hentai Euphoria. Da bekommt man ja dann irgendwann Hunger halt und dann müssen sie halt scheiße essen. Also ganz normal as mit mir. Ja, nice. Guck ich mir nachher an. Ist doch geil, oder? Findest du es nicht? Da guck ich mir nachher an, wie gesagt. Ist doch mal was anderes in Antrophetisch mit. Es gibt halt echt einen Hentai, der so heißt. Euphoria, Hentai-Gasm, Urban Hentai. Die gibt's sogar mit englischen Untertiteln. Okay, Jungs, das dürfen wir auf jeden Fall nichts gefallen lassen. Jetzt werden wir einfach arrogant A gehen. Junge, when you find Senpai auf seinem Profilbild so ein GIF. Findet ihr das genauso? Ja, Senpai, wir finden das genauso. Du bist der Beste selbst. Das sind meine Pläne. Ja, okay, danke, ich weiß. Also, das kaufen wir da gehen. Junge hat eine Störung. Kann man den reporten dafür? Linke Seite ist halt. Nice. Aber die sind gar nicht da. Senpai? Notice me now, Senpai! Ich kann einmal legen. Ja, 2000 Stunden. CSGO. Lieber Herr Graphic Sam die Ehre. Guck dir mal seine ganzen GIFs an, Junge. Call me Hentai Prince, wo er irgendwie so jemand abgeht, so eine Frau macht so eine Stange sauber. So eine Eisenstange. So halt, wie als ob sie runterholen würde, weißt du so. Ey, kannst du mir erklären, wie du in so eine komische Schiene gerutscht bist? Beziehst du auch Hilfe so von außerhalb? Tja, warte. So, jetzt sind doch alle Gegner fast geholt worden, kann ich es dir jetzt erklären. Also durch die ständigen Schläge von meinen Eltern, ja. Dann durch den Alkoholismus, ja. Junge, was ich jeden Tag erleben musste, habe dann halt jemand ein Angebot gemacht, das mir einen geilen Hintern zeigt, ja? Also, so bin ich darauf gekommen, nach den hohen Mengen Drogen, Handel. Also du hast dich sozusagen vor deiner Existenz in die Welt des Hentais geflüchtet? Genau. Also ich bin jetzt gar nicht mehr in dieser Welt hier, ich bin eigentlich mehr so... Du verstehst nicht, was ich meine, du bist schon behindert. er ist halt real, er sagt, was erwartest du mit 16. Und schämst du dich dann so, wenn du so öffentlich gehst damit, wenn du jetzt wirklich einen auf Behinderten machst gerade so? Oder macht dir das... Ich treffe mich auch mit anderen, die verstehen meine Lage, ja. Okay. Manchmal muss man halt auch ein bisschen B sein, du weißt schon, wenn du andere Waifus triffst, also andere Polster, ne? Ich hab damit noch nicht so viel Kontakt gehabt mit solchen Wesen. Ich kann nicht gerne in unsere... Nein, das war keine Frage. Kannst du mich... Kann ich boost me? Hier. Hä? Das Artwork, genau, das erste, ganz oben in der Mitte, das ist ready, Fragezeichen. Junge, zum Glück ist der... zum Glück kommt er nicht teamspeak. Das ist so wie gestern, Alter. Ich werde den auch so beleidigen. Danke. Junge, verarsch mich nicht! Du bist mein Boy, merkt ihr das? Ich will nicht dein Boy sein! Junge!